Für viele Patienten, die zu uns kommen, ist ihr Lächeln das wichtigste Thema. Sie wollen ein schönes Lächeln und ein attraktives Gesicht. Hängt unser Selbstwertgefühl wirklich von unseren Zähnen ab? Es ist schwer zu glauben, aber ja, es stimmt. Es gibt viele wissenschaftliche Studien zu diesem Thema. Lächeln und ein schönes Gesicht. Darum geht es in diesem Kapitel. Ob Sie es glauben oder nicht, es gibt sogar wissenschaftliche Studien, die beweisen, dass hübsche Babys von ihren Müttern intensiver geknuddelt werden als nicht so hübsche. Für viele Patienten, die zu uns kommen, ist ihr Lächeln das wichtigste Thema. Und sie wollen ein schönes Lächeln und ein attraktives Gesicht. Hängt unser Selbstwertgefühl wirklich von unseren Zähnen ab? Es ist schwer zu glauben, aber ja, es stimmt. Es gibt viele wissenschaftliche Studien zu diesem Thema. In diesem Kapitel geht es also um die Ästhetik des Gesichts, konkreter die Zahnstellung. Für viele Patienten, die zu uns kommen, ist das das Wichtigste. Sie wünschen sich ein schönes Lächeln und ein attraktives Gesicht. Manche Leute haben bis dahin vermieden zu lächeln, weil sie mit ihrer Zahnstellung nicht zufrieden sind. Sind denn Zähne auch dafür so wichtig? Hängt unser Selbstbewusstsein dann das wirklich von den Zähnen ab? Ja, das stimmt wirklich. Diese Erfahrung habe ich auch sehr oft machen müssen. Es muss nicht immer eine schwarze Zahnlücke sein, kein Kreuzbiss, nein, eine kleine Lücke von weniger als einem halben oder einem Viertel Millimeter, eine Winkelabweichung der Zahnachse von wenigen Grad, eine leichte Asymmetrie. Das kann für manche Leute einen Unterschied ausmachen zwischen der Hölle auf Erden oder der ewigen Glückseligkeit. Und kaum zu glauben, aber es ist so. Auch dazu gibt es viele wissenschaftliche Studien. Es fängt schon damit an, dass Mütter Babys, die niedlicher sind, also attraktiver aussehen, deutlich länger mit Liebkosungen überschütten als Babys, die nicht so hübsch aussehen. Die werden dann eher nur versorgt, aber nicht so intensiv geknuddelt. Von Queen Victoria ist überliefert, dass sie gesagt haben soll: "An ugly baby is a very nasty object." Also die Königin Victoria, die 9 Kinder ausgetragen hat, hat also gesagt: "Ein hässliches Baby ist eine sehr unangenehme Aufgabe." Wenn die derzeitige konventionelle Weisheit wahr ist, dann sind die meisten modernen Mütter entweder nicht so offen wie die Königin oder sie haben eine wesentlich positivere Einstellung auch zu unattraktiven Säuglingen. Und sie meinen, jede Mutter findet ihr eigenes Baby hübsch. Also, die Psychologen wissen, wie man so etwas messen kann. Allein die Dauer der Zuwendung war in der Studie bei den hübschen Babys länger als bei denen, die nicht so attraktiv aussahen. Man hätte es aber natürlich nicht die Mütter der jeweiligen Babys gefragt, ob sie ihr Kind hübsch finden. Nein, man hat andere Probanden auswählen lassen, welche Babys denn jetzt hübscher aussehen und welche eben nicht so sehr. Also wirklich, eine echte wissenschaftliche Studie. Fast 200 Mütter und deren Kinder, objektive, kalibrierte Beobachter. Beobachtungszeitraum war ein halbes Jahr. Zeitmessung, Verhaltensbeschreibung, Statistik. Alles, was man braucht. Also, da ist was dran an dem, was wir am Gesicht schön und sympathisch finden. Und der Mund ist im Gesicht das Größte. Und im Mund sind die Zähne sehr prominent. Und schon sind wir beim Lächeln. Nicht nur aus unserer eigenen Erfahrung wissen wir, dass Menschen mit einem idealen Lächeln für intelligenter gehalten werden und deshalb bessere Chancen haben bei der Jobsuche. Da werden sie bevorzugt. Dazu gibt es eben auch wissenschaftliche Studien. Bei dieser Studie hat man Fotografien von Bewerbern mit Photoshop bearbeitet. Mal hat man schön stehende Zähne mit einem schönen Lächeln da rein montiert und mal eben Lächeln mit Zahnfehlstellungen. Und dann sollten die Leute entscheiden. Und ganz objektiv gesehen ist das ziemlich brutal. Was kann ein Mensch dafür, dass seine Zähne schief stehen?
Das hat mit seiner eigenen Intelligenz nichts zu tun, auch nichts mit seiner Leistungsbereitschaft, seinem Fleiß. Nur wenige, die darüber hinwegsehen können oder wollen, die geben solchen Leuten eine Chance und lassen sie sich überzeugen. Aber es ist oft der erste Eindruck, der entscheidet. Und das Problem sind nicht die Leute mit den schiefen Zähnen, sondern die, von denen sie falsch eingeschätzt werden. Aber jeder Mensch hat das Recht auf Streben nach Glück, das Recht auf ein gelungenes Leben. Man hat nur ein Leben. Es gibt viele furchtbare Krankheiten, bei denen wir in der Medizin auch hilflos sind. Aber wenn die Zahnstellung wirklich eine so wichtige Rolle spielt, dann kann man da schon was machen. Und wieder zeigen wissenschaftliche Studien, welche Rolle die Stellung der Zähne für die subjektive Lebensqualität spielt. Wie die verbesserte Selbstwahrnehmung dazu führt, dass eine Person munter, selbstbewusst, kreativ, in der Gruppe anerkannt, erfolgreich, für die Gemeinschaft förderlich ist. Und andere entwickeln aufgrund ihrer als nicht so erstrebenswert empfundenen Zahnstellung gegenteilige Charaktereigenschaften. Weil sie sich hässlich und benachteiligt fühlen, lächeln sie nicht. Sie wirken unsympathisch. Sie ziehen sich eher zurück, fallen weniger auf oder werden weniger wahrgenommen und können sich weniger beteiligen und in gemeinsame Erlebnisse einbringen. Das ist ein Teufelskreis und das Gegenteil von einem gelungenen Leben. Das sind verpasste Chancen. Das wünscht man doch niemandem. Und doch ist es Realität. Wegen der Zähne. Also, so wichtig wie die kieferorthopädischen Behandlungen aus rein medizinischen Gründen sonst sind, in Bezug auf das schönere Lächeln können wir natürlich auch etwas tun. Physiologisch korrekt stehende Zähne, also entlang des Zahnbogens so aufgereiht, dass ihre Wurzeln gleichmäßig im Knochen verteilt stehen, so aufgestellt, dass sie zu ihren Gegenzähnen in harmonischen biomechanischen Funktionsmustern stehen. Das empfinden die Leute heute als schön. Und ein Lächeln, das Sie schöner finden, da finden Sie auch gleich noch die dazugehörige Person intelligenter. Wir können zwar der Intelligenz mit kieferorthopädischen Mitteln nicht nachhelfen, wohl aber die Zahnstellung nach medizinischen Kriterien verbessern. Zwar stirbt man nicht mit schlecht oder gar wirklich falsch stehenden Zähnen. Man kann auch trotz Zahnfehlstellung noch so gut kauen, dass man, naja, dass man nicht verhungert und selbst ohne Zähne verhungert man ja bei der heutigen Nahrung auch nicht mehr. Obwohl, es wird gesagt, gesund beginnt im Mund. Und ja, es stimmt, dass ungenügendes Kauen vielleicht auch wegen physiologisch inkorrekt stehender Zähne auch Darm- und Verdauungsprobleme bereiten kann. Also, das, was wir in der Kieferorthopädie tun, das geht schon auch über das schöne oder intelligente Lächeln weit hinaus. Eins ist noch wichtig dabei. Sie als unsere Patienten sollten uns Kieferorthopäden nicht zu sehr herausfordern mit Wünschen, die wir vielleicht doch nicht erfüllen können. Wir wollen und wir müssen uns an die grundlegenden medizinischen Standards halten. Das heißt auch, dass wir zuallererst keinen Schaden setzen dürfen. Jede gewünschte Zahnbewegung erfordert eine gründliche und eine umfassende Diagnostik. Und wenn eine Therapie vorgeschlagen wird, dann muss sie vor dem medizinischen Hintergrund notwendig und sinnvoll sein. Und sie darf keinen Schaden setzen. Rein kosmetische Veränderungen dürfen wir gar nicht durchführen. Also, wenn die Ursache für eine falsche Frontzahnstellung gar nicht vorne bei den Schneidezähnen liegt, sondern weiter hinten im Kiefer, was immer das auch sein mag, dann müssen wir dies als erstes korrigieren. Die Aufstellung Ihrer vorderen Zähne muss zu Ihrem Gesicht passen, zu den Lippen, zur Mitte, ja, am Ende sogar auch zu den Augen. Und das planen und simulieren wir gründlich. Und wir erfüllen Ihre Wünsche, soweit das medizinisch möglich ist. Wir dürfen uns aber nicht zu einem Erfüllungsgehilfen von einem Mainstream machen, der Sie und uns unter Druck setzt. Wir haben unsere konstanten medizinischen Standards, die allenfalls durch neue wissenschaftliche Erkenntnisse verändert oder verbessert werden. So sind die Schneidezähne, die im Oberkiefer vor allem verschieden groß sind. Da ragen die Schneidekanten der mittleren Zähne weiter runter als die der seitlichen.
Und das ist auch noch bei jedem Patienten verschieden. Wir kennen Patienten, die wünschen, dass wir die Kanten gleichmäßig einebnen, also gerade abschneiden. Also das mache ich nicht so einfach. Und schauen Sie hier, die seitlichen Schneidezähne, weil sie eben kleiner sind, stehen sie dann eben immer weiter innen im Zahnbogen. Und wenn einige Patienten das Lächeln schöner finden, wenn diese zweiten kleineren Schneidezähne dann auch weiter draußen auf dem Zahnbogen stehen, dann müssen wir das diskutieren, ob wir das wirklich auch machen können. Wir müssen klären, ob dafür genug Knochen vorhanden ist, wenn die weiter draußen stehen sollen. Und wie wir das am Ende dann auch noch stabilisieren. Und genauso wie die Tomaten auf dem Markt dann eben doch alle ein bisschen verschieden aussehen, so trifft das eben auch für die Zähne zu. Die Zähne sind genau wie die Tomaten Naturprodukte. Es gibt sogar manchmal deutlich sichtbare Unterschiede zwischen den rechten und den linken Zähnen im selben Zahnbogen. Genau so wie Ihr Gesicht nicht wirklich symmetrisch ist. Probieren Sie es mal aus mit so einer Smartphone-App. Und so symmetrisch sind Ihre Schneidezähne dann auch nicht. Und das macht die Individualität aus. Wenn die Zähne physiologisch richtig stehen, dann können Sie damit auch schon schön intelligent lächeln. Es gibt Gründe, weswegen wir an den Zähnen durch Schleifen Korrekturen durchführen müssen. Wenn die Zahnbogenradien nicht zusammenpassen, eben weil die Zähne Naturprodukte mit teils unterschiedlichen Größen sind. Wir müssen dann da schon etwas korrigieren, damit die Höcker und die Zahnachsen zusammenpassen. Aber das sind dann natürlich wieder medizinische, physiologische Gründe und eben keine kosmetischen Gründe. Also, Sie müssen sich nicht schämen, wenn Sie nur wegen eines schöneren Lächelns zum Kieferorthopäden gehen. Dass das Lächeln nach einer kieferorthopädischen Behandlung mit physiologisch korrekt stehenden Zähnen als schöner empfunden wird, das fühlen nicht nur Sie. Das ist in vielen wissenschaftlichen Studien nachgewiesen. Das betrifft Ihr Selbstbewusstsein, das betrifft Ihre Rolle in der Gesellschaft, Ihre Partnerwahl, Ihr Glück, Ihre Zufriedenheit, Ihre sogenannte mundbezogene Lebensqualität. Und deshalb machen wir das auch für Sie.